Hi Leute, Jigsaw hier. Habt ihr aus Versehen Fotos oder Videos auf eurem iPhone gelöscht, die ihr jetzt wieder zurückhaben wollt? In diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese Daten wiederherstellen könnt. Hierbei gibt es vier unterschiedliche Methoden. Los geht's! Um die Fotos und auch die Videos auf dem iPhone wiederzubekommen, gibt es vier Möglichkeiten, die ihr probieren könnt. Zunächst gibt es iCloud Fotos. Vorausgesetzt, dass es aktiviert ist und die Neuerungen noch nicht synchronisiert wurden. Das gleiche gilt auch für ein iCloud-Backup, welches noch nicht mit den neuesten Daten überschrieben wurde. Dann gibt es noch das iTunes-Backup und zu guter Letzt sind mit ein wenig Glück auf dem iPhone noch Datenreste von den Fotos oder Videos verblieben. Starten wir mit den iCloud-Fotos. Wenn ihr iCloud-Fotos auf eurem iPhone aktiviert habt, werden alle Änderungen, die ihr in eurer Galerie macht, mit der iCloud abgeglichen. Über die Cloud werden dann auch alle eure anderen Geräte von dieser Änderung mitbekommen und so auf den gleichen Stand gebracht. Das funktioniert nur, wenn die Geräte mit derselben Apple-ID angemeldet sind und auch nur, wenn sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn ihr jetzt kürzlich ein Foto oder Video gelöscht habt, dann schaltet am besten so schnell es geht den Flugmodus an oder ihr könnt euer iPhone auch zum Beispiel komplett ausschalten. Egal was ihr davon macht, dadurch, dass die Verbindung zum Internet unterbrochen wurde, kann das iPhone diese Änderung nicht mehr mit der Cloud synchronisieren. Danach könnt ihr einen Browser öffnen und euch bei iCloud.com mit den Zugangsdaten eurer Apple ID anmelden. Klickt hier auf dem Dashboard auf Fotos und dann wurde hoffentlich die Änderung noch nicht synchronisiert, sodass ihr hier euer Bild oder das Video herunterladen könnt. Checkt außerdem auch den zuletzt gelöscht Ordner und überprüft, ob hier vielleicht eure Dateien sind. Wenn ihr die Datei gefunden haben solltet, wählt sie aus und klickt danach auf Wiederherstellen, um die Datei auf euer Gerät zu laden. Bei dieser Methode ist das Problem, dass die Synchronisation meist sehr schnell läuft und wenn ihr schon vor etwas längerer Zeit Dinge gelöscht hattet, ihr sie nicht wiederherstellen könnt. Wenn ihr iCloud Fotos nicht aktiviert hattet, ihr jedoch das iCloud Backup aktiviert habt, dann sind eure Chancen, die Fotos wiederzubekommen, sogar noch ein wenig höher, weil Apple nicht so häufig iCloud-Backups erstellt, also im Vergleich zu den iCloud-Fotos, die recht schnell synchronisiert werden. Beachtet aber, dass wenn ihr iCloud-Fotos aktiviert habt, die Bilder so oder so nicht im Backup enthalten sind. Das liegt daran, dass Apple die Daten nicht doppelt speichern möchte. Normalerweise erstellt Apple das Backup von zum Beispiel eurem iPhone über Nacht, wenn es lädt. Wenn ihr erstmal überprüfen wollt, wann und ob ihr überhaupt ein iCloud-Backup habt, geht in die Einstellungen und klickt dann oben auf euren Namen. Klickt dann auf iCloud und danach auf iCloud Backup. Anschließend tippt auf euer Gerät aus der Liste, in der euch die Backups aller Geräte angezeigt werden. Ihr bekommt hier angezeigt, wann das letzte Backup erstellt wurde. In der Zwischenzeit meidet es, euer iPhone zu laden, damit das alte Backup nicht mit euren Änderungen überschrieben wird. Auch hier könnt ihr zum Beispiel wieder in den Flugmodus gehen. Anders als bei der vorherigen Methode ist hier das Problem, dass ihr nicht gezielt einzelne Fotos und Videos aus dem iCloud Backup wiederherstellen könnt. Die einzige Möglichkeit mit dieser Methode, die Fotos wiederherzustellen, ist es, das gesamte Gerät zurückzusetzen und das Backup danach wiederherzustellen. Problem ist aber, dass alle Änderungen, die ihr nach dem Backup erstellt habt, dann halt gelöscht werden. Eine andere Möglichkeit, an die Daten wieder ranzukommen, ist mit einem iTunes Backup. Was natürlich nur funktioniert, wenn ihr ein iTunes-Backup erstellt hattet, bevor ihr die Dateien gelöscht habt. Öffnet dazu auf eurem Windows-Computer iTunes oder wenn ihr einen Mac benutzt, den Finder. Verbindet dann euer iPhone mit dem Computer. Nehmt hier entweder das originale Kabel oder ein MFI-zertifiziertes. Auf dem iPhone gebt dann euer Passwort ein, wenn ihr danach gefragt werdet und klickt auf Verbindung vertrauen. Wenn ihr jetzt verbunden seid, bekommt ihr die Details des letzten Backups in iTunes angezeigt. Wenn der Zeitpunkt passen sollte, klickt auf iPhone wiederherstellen und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das gesamte iPhone wird jetzt auf den Zeitpunkt des Backups zurückgesetzt. Normalerweise ist es notwendig, wie gerade eben gezeigt, das gesamte iPhone auf den Stand des Backups zurückzusetzen. Wenn ihr nur bestimmte Fotos oder Videos von dem iPhone zurücksetzen wollt, müsst ihr ein Programm verwenden. Abgesehen davon hilft es, mit einem Programm auch nach Datenresten auf dem iPhone zu suchen. Ich benutze bei solchen Problemen iMyPhone dbag. Den Link zu der Website findet ihr unter diesem Video in der Beschreibung. Dbag wurde dafür entwickelt, alle möglichen Dinge wiederherzustellen, wie zum Beispiel Fotos, Videos, WhatsApp-Nachrichten, WhatsApp-Anhänge
und noch vieles mehr. Und das sogar ohne ein Backup. Die Software gibt es sowohl für Windows-Computer als auch für MacBooks. Schaut daher vor dem Herunterladen, dass ihr die richtige Version für euch ausgewählt habt. Obwohl die Software kostenpflichtig ist, ist das Scannen nach den Bildern auf dem iPhone kostenlos. Somit könnt ihr vorab checken, ob die gewünschten Bilder oder Videos noch wiederherstellbar sind. Nach dem Herunterladen der Installationsdatei folgt den Anweisungen, um das Programm auf dem Computer zu installieren. Danach verbindet euer iPhone mit eurem Computer per Kabel. Und gebt dann auf eurem iPhone das Passwort ein, wenn ihr danach gefragt werdet, und klickt auf Vertrauen. Hier bei D-Back wählt ihr dann iPhone-Wiederherstellung oben aus und klickt dann auf Weiter. Ihr findet unzählige Datentypen, die ihr wiederherstellen könnt. Was wir brauchen, sind Fotos und Videos, deshalb wählt hier alle anderen Dinge ab, damit das Scannen nicht so lange dauert. Klickt dazu einmal auf Select All und wählt dann nur noch Fotos und Videos aus. Danach klickt den Datentyp an, den ihr benötigt. Klickt danach auf Scannen und dann sucht das Programm für euch nach allen Dateien, die wiederhergestellt werden können. Eventuell werdet ihr danach erneut gefragt, auf eurem iPhone das Passwort einzugeben. Je nachdem, wie viele Daten ihr auf dem iPhone habt, kann das Scannen auch wirklich ziemlich lange dauern. Wenn alles fertig ist, zeigt euch D-Back alle Dateien an, die ihr wiederherstellen könnt. Hier könnt ihr euch dann durchklicken und schauen, ob eure gelöschte Datei hier zu finden ist. Wenn die gewünschte Datei dabei ist, könnt ihr entweder die Datei zurück auf euer Gerät wiederherstellen lassen oder ihr klickt auf Computer wiederherstellen. Wie ich bereits gesagt hatte, ist D-Back selber kostenlos, also das Herunterladen und auch das Scannen. Wenn ihr dann aber die Daten herunterladen wollt, ist das kostenpflichtig. Wenn auch diese Methode nicht bei euch funktioniert hat, dann sind eure Daten dauerhaft gelöscht und es ist leider nicht möglich, sie wiederherzustellen. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal, ciao!